Comedy mit Carsten, 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 Comedy mit Carsten. Herzlich willkommen zum Höhepunkt des heutigen Fernsehabends. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comedy mit Carsten hier in Ihrem MDR. Ist das jetzt so eine Art Nachrichtendings oder wie ist das? Ja, es ist ein bisschen souveräner halt. Das ist immer so albern hier alles. Stimmt. Leipzig. Die Fernsehshow Comedy mit Carsten geht in die fünfte Runde. Mit dabei niemand Geringeres als der gut riechende Christian Meyer. Oh, danke schön. Und es stimmt wirklich, das ist keine Lüge diesmal. Und neben mir steht der heute wirklich äußerst gut aussehende Julius Fischer. Und drinnen wartet hier im neuen Schauspiel Leipzig ein Publikum auf uns, welches die Tagesschau noch nicht gesehen hat. Die Tagesschau hat kein Publikum. Meine Damen und Herren im neuen Schauspiel Leipzig, wo seid ihr? Seid ihr hier? Ja, ihr seid hier. Fiesta! Danke sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Auch hallo zu Hause. Hallo, hallo. Es sind tatsächlich Leute gekommen. Das ist wirklich krass. Es sind wirklich Leute gekommen zu dieser Show. Das ist wirklich unglaublich. Kostet Geld, ne? Ja, es kostet tatsächlich Geld. Aber wir tun ja immer so, als wäre diese Show total unerfolgreich. Mhm. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja. Unsere Mütter gucken sie. Ja. Das ist ein Understatement natürlich. Genau. Und unsere Omas auch. Ja, unsere Omas gucken auch. Ja, aber die hat gerade Rücken, meine Oma. Ich weiß nicht, ob sie sitzen kann. Ich glaube tatsächlich, also meine Oma guckt es, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht mal mehr, weil wir mittlerweile Mainstream geworden sind. Die guckt wahrscheinlich eher Böhmermann oder sowas. Das kapiert die mit dem ganzen Hashtag-Zeug und so und diesem ganzen neumodischen Kram. Wir sind unfassbar erfolgreich. Unser Konzept, was wir haben, nämlich Gäste einladen, zwischendurch rumlabern, ist so krass. Ja, das ist tatsächlich, auf sowas kommen nur wir und das, ja. Es hat sich tatsächlich ins Ausland ausgebreitet. Tatsächlich, es ist wirklich so, Comedy mit Carsten gibt es jetzt in Mexiko. Ja. Wir haben die Bühne dementsprechend so ein bisschen umdekoriert sozusagen zur Feier des Tages. Wir haben einige Kakteen auf die Bühne gestellt. Ja. Tatsächlich heißt die Sendung, ich sag mal so, es ist ein bisschen mehr als eine Kopie, heißt Comedia con Carlos. Es ist kein Scheiß. Nee, stimmt. Ja, es stimmt wirklich. Läuft dort im mittelmexikanischen Rundfunk. Medio Radio Difusión Mexico heißt das. So, ja, das stimmt. Ja. Carsten heißt natürlich Carlos. Hallo Carsten übrigens, unser Carsten. Aber ein Applaus für Carsten. Carsten. Wir haben ihn ein bisschen schick gemacht. Carsten, hallo. Hola. Ja. Sehr schön. Sehr schöner Sombrero. Schicker Bart auch. Ja, richtig, schön. Ist der echt? Der Carsten sieht nicht so aus wie sonst unser Carsten eigentlich. Ist es gar nicht. Carsten? Das wäre krass, wenn er Spanisch sprechen würde und er gar nichts versteht. Probier mal. Vielleicht würde er dann mal lachen. Probier mal. Keine Ahnung. Hola, señor. Hola, paella, popocatépetl. Hallo? Ich übersetze das kurz. Hallo, mein Herr. Wo ist das Schuhgeschäft? Was hast du noch gesagt, popocatépetl? Ja. Zum hier essen oder zum Mitnehmen. Nee, Carsten ist tatsächlich bei uns in der Sendung der Quotentaubstumme. So. Das war jetzt politisch sehr inkorrekt. Wieso ist doch keiner da, der es hätte hören können? Finde ich nicht so schön. Ja, auf jeden Fall werden wir heute uns mit Comedia con Carlos ein bisschen beschäftigen. Es ist eine Ehre für uns, dass in Mexiko tatsächlich unsere Show-Idee jetzt läuft. Ist unfassbar erfolgreich. Die beiden Moderatoren dort, Julio Pescadores und Cristiano Fabricante de la Leche, sind absolute Megastars. Das ist ja, die können wirklich nicht in Mexiko auf die Straße gehen, ohne dass sich ein Haufen Nackter denen vor die Füße werfen und mit ihnen sofort Sex haben wollen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das heute Abend bei uns so ähnlich sein könnte, wenn ich mir die Liste der Gäste angucke, die hier heute Abend auf dieser Bühne sind. Ja. Wir bitten um einen kleinen Applaus für unsere Gäste heute Abend. Für Markus Barth. Genau. Für Jan-Philipp Zimny. Und für unseren Brother from another Sendeplatz, für Olaf Schumann. Unser erster Gast war schon mal da. Wir machen erstmal Techno für Markus Barth. Komm. Drop the bass, komm. Drop the bass. Kick it! Ja!
Körper, kein Haar, er war schon mal da. Wir glauben, er mag uns hart. Er ist wiedergekommen, wir sind ganz benommen. Hier ist für euch Markus Barth! Dankeschön. Ah. Ist das schön, mal wieder zu sein. Ich war gerade in Thailand tatsächlich. Und das Lustige war, immer wenn ich einem Thailänder erzählt habe, dass ich aus Deutschland komme, kam immer dieselbe Reaktion. Habe ich mir angeguckt und gesagt so, oh, Germany, the Scorpions. Leute, was ist da denn bitte schiefgelaufen? Entschuldigung, können wir bitte alle wieder auf die Nazis angesprochen werden? Geht das? Nein, ich habe natürlich total korrekt reagiert. Habe gesagt, ja, es stimmt, die Scorpions kamen aus Deutschland, aber... Es waren auch nicht alle deutschen Scorpions. Also bei mir in der Familie gab es zum Beispiel gar keine Scorpions. Im Gegenteil, mein Vater hat sogar Nachbarn bei uns im Keller vor den Scorpions versteckt. Und ein Mädchen hat dann da so ein Tagebuch geschrieben. Das war eine schlimme Zeit. Nein, ich wollte mal alles richtig machen. Ich habe extra vorher gelesen, was man in Thailand nicht machen soll. Und da stand, starren Sie keinen Thailänder an, fassen Sie keinem Thailänder an den Kopf und vor allem ganz wichtig, deuten Sie nie mit dem Fuß auf einen Thailänder. Das war natürlich schwierig für uns. Nein, hat man ja oft in Deutschland, ja. Dass jemand sagt so, hallo, ich bin der Herr Schmidt und das ist meine Frau. Und natürlich die Kinder, Hans und Gudrun. Ja, das hat man oft. Nein, was ich eigentlich erzählen wollte, ich muss was sagen, ich bin jetzt mittlerweile auch schon Mitte 30 tatsächlich. Nein, total süß, kein Grund für Mitleid, ehrlich. Bin so froh, keine 20 mehr zu sein. Gott, 20, was für ein stressiges Alter. Wenn ich nachts um 3:30 noch Leute anrufen. Komm, wir ziehen noch mal los. Die Nacht ist noch jung. Ja, die Nacht vielleicht, aber ich nicht. Jetzt mal ehrlich, wenn mich nachts um 3:30 jemand anruft, da denke ich nicht mehr, juhu, wir gehen nochmal tanzen. Da denke ich, boah, Tante Ilse ist tot. Und mit 20 ist einmal alles so wichtig, oder? Ich höre mal 20-Jährige, die dann sagen so, oh, ich muss diese Klausur schaffen, sonst kriege ich meinen Bachelor nicht. Dabei ist scheißegal, wann man seinen Bachelor macht. Wirklich. Die Welt braucht immer Taxifahrer. Muss ich mir zusammenreißen, wenn ich in Köln beim Taxiruf anrufe, weil ich immer Angst habe, dass ich mal aus Versehen sage, guten Tag, Barth hier, Aachener Straße. Wir bräuchten bitte einen ehemaligen Philosophiestudenten. Ah ne, Entschuldigung, Sportstudent, wir haben Gepäck. Ich bin total gern über 30, ehrlich. Gut, manche Dinge gehen nicht mehr, ja, muss man sich auch mal klar machen. Manche Dinge kann ich nicht mehr machen. H&M zum Beispiel, geht nicht mehr. Mit Mitte 30 bei H&M, das geht nicht mehr. Ich war kürzlich mal wieder bei H&M, ich kam mir vor, als würde ich am Spielplatz hinter der Schaukel lauern. Komm. Ich habe junge Hunde im Auto. Fürchterlich. Und es gibt ganze Städte, aus denen ich mittlerweile irgendwie rausgewachsen bin. Berlin zum Beispiel, komme ich nicht mehr klar. Haben wir Berliner heute hier? Nein? Einer? Wo sitzt du? In Leipzig. Siehst du, da macht er mal Gedanken. Ich komme nicht mehr, man verhipstert da so schnell. Oder es ist so, ich bin immer kaum da, habe ich schon eine Clubmate am Mund. Und gehe zu einem veganen Brunch und fahre dann schnell immer wieder nach Hause, weil ich Angst habe, mir wächst noch eine Röhrenjeans ans Bein. Jeder Zweite, du jetzt nicht, aber jeder Zweite in Berlin hat jetzt auch so einen Flash-Tunnel. Kennt ihr diese Ringe im Ohrläppchen? Also ich muss mich mal so zurückhalten, den Leuten keine Papierkügelchen durchs Ohr zu schnipsen. Freund von mir, Mitte 40, hat sich jetzt so einen Flash-Tunnel machen lassen. Und ich finde ja ganz geil, aber mit 40, ehrlich? Und er fragt mich auch gleich so, und Markus, wie findest du es? Und ich so, praktisch. Kannst in 10 Jahren dein Hörgerät einhängen. Hat hier jemand einen Flash-Tunnel zufällig? Ja, ich finde die wirklich geil, ich würde es mir nie machen lassen. Ich hätte mal Angst, dass mir beim Schwimmen Delfine durchhüpfen. Ja was, bleibt einer hängen, hast du Greenpeace am Arsch. Nee, das ist,
Und die Leute beschweren sich immer, Berliner wären so unfreundlich. Berliner wären so unfreundlich. Leute, es ist viel schlimmer, wenn sie freundlich sind. Wirklich. Ich war da im Zoo und da war so ein total aufgedrehter Tierwärter am Tigergehege. Der hat zu den Leuten so gesagt, so, ich hab heute für unsere Tier was gebastelt. Ich hab eine Röhre gebastelt. Da sind Fleischbrocken drin. Das werfe ich jetzt mal ins Gehege. Bin gespannt, was passiert. Und Leute, dann nimmt er diese Röhre, ja, und schmeißt sie ins Gehege. Und ich schwöre euch, die Blicke, die sich die Tiger dann zugeworfen haben, waren so, oh Gott, er hat schon wieder was gebastelt. Gehst du hin? Nee, ich habe hier gerade ein Sudoku angefangen. Das Schlimmste aber in Berlin finde ich, dass ständig irgendwelche Leute kommen und mir irgendwelchen Scheiß erzählen. Ich war jetzt gerade wieder da und in der Kneipe. Und da kommt ein Typ und erzählt mir, dass er jetzt beim Psychologen ist, weil er eine ganz spezielle Angst hat. Und zwar muss er beim Sex immer die Vorhänge zumachen, weil er Angst hat, dass ihm Giraffen durchs Fenster schauen. In Berlin. Und Leute, ich habe da lang drüber nachgedacht, ja? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn eine Giraffe aus dem Zoo ausbricht, durch die ganze Stadt läuft, bis zu meiner Wohnung, nur um mir beim Sex zuzuschauen, Leute, dann hat sie es echt verdient. Mal ehrlich. Ich würde mich extra anstrengen, nur für die Giraffe. Ah, ich bin schon gekommen. Egal, die Giraffe guckt noch, los. Meine größte Angst zum Schluss wäre ja wirklich, dass die Giraffe sich das 5 Minuten anguckt und dann sagt, oh Scheiße, hätte ich doch mein Sudoku weitergemacht. Danke, das war's von mir. Schönen Abend noch. Ciao. Markus Bartos. Sisi. An dieser Stelle sei vielleicht noch erwähnt, für die, die das erste Mal zuschauen, wir homagieren, so sagt man das, heute dem Land Mexiko, unser lieber Carsten, da drüben kann man ihn nochmal sehen. Den kann man übrigens auch im Internet 45 Minuten lang live gucken. Wir haben eine Carsten-Livecam eingerichtet, die steht direkt vor Carsten, die hält die ganze Zeit auf seine Fresse und dann kann man sich den angucken im Internet. Das ist jedem nur zu empfehlen, der Langeweile hat. Gut. Darf ich nochmal auf Comedia con Carlos zurückkommen? Selbstverständlich. Denn die beiden Moderatoren, Julio Pescadores und Cristiano Fabricante della Leche, wieso hat er eigentlich so einen mega langen Nachnamen? Ja, das ist halt dein Name. Das ist halt der Milchfabrikant. Also Meier ist der Milchfabrikant. Der heißt wie ich? Ja, der heißt Julio Pescadores, heißt ja auch Julius Fischer. Fabricante della Leche. Meier, der Milchmeier, der Milchfabrikant. Ich verstehe. Wir haben natürlich sofort versucht, die beiden zu kontaktieren. Mhm. Hat nicht so ganz funktioniert. Also Christian hat versucht, sie zu kontaktieren. Ich war einfach direkt in Mexiko, um zu gucken, ob Cristiano Fabricante della Leche dieselben Drogen nimmt wie Christian. Und, ich nehme überhaupt keine Drogen. Ich nehme keine Drogen. Ja, das hat du warst in Mexiko? Der MDR hat für dich eine Reise nach Mexiko bezahlt? Bitte? Bezahlt. Ja, ich habe Cristiano Fabricante della Leche getroffen. Nein. Und was dabei rausgekommen ist, das sehen wir jetzt. Nachgefragt. Ich sitze hier in Mexico City, Stadt, auf einem fantastischen Balkon mit Meerblick. Die Vöglein zwitschern, die Wellen rauschen. Es sind 35 Grad im Schatten. Wirklich sehr, sehr warm, sehr, sehr schön hier. Ich sitze hier mit einem der Hauptprotagonisten von Comedia con Carlos. Er ist auch noch Sänger der Band Los Facos Hornizos Orchestrado. Cristiano Fabricante della Leche. Buenas dias. Buenas dias. Hallo. Er hat einen Übersetzer im Ohr, damit er meine Fragen versteht. Ich fange einfach direkt an, wir haben ja auch keine Zeit. Cristiano, wie kamen Sie darauf, ausgerechnet eine ostdeutsche Comedy-Show zu adaptieren? Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie von Ostdeutschland gehört. Aber Sie kennen die Show Comedy mit Carsten. Klar, wir haben alle Sendungen der ersten Staffel gesehen zur Inspiration, aber natürlich haben wir kein Wort verstanden. Wir sind ja Mexikaner. Inspiriert hat es uns trotzdem. Inwiefern? Sí, sí. Sí. Sí.
Wir wollten es besser machen. Verständlicher. Wie haben Sie das angestellt? Naja, erstmal ist unsere Sendung auf Spanisch, das kommt schon mal besser an in Mexiko. Und dieser schlecht gelaunte Typ im Publikum ist auch eine Drecksidee. Unserer ist die ganze Zeit einfach nur gut drauf. Was unterscheidet denn Comedia con Carlos noch von Comedy mit Carsten? Die Musik ist viel besser. Aha, naja. Davon können wir uns ja selbst überzeugen. Los Facos Hornissos Orquestrado hat nämlich einen Besuch in unserer Show angekündigt. Genau. Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ja. Unglaublich. Das ist krass. Das sieht man erstmal, wie ähnlich der Typ mir sieht, ne? Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Aber ich habe mal gelesen, dass jeder Mensch auf der Welt 3 Doppelgänger haben soll. Also habe ich auch zum Beispiel einen Schweden, also so strohblond und mit 4-Raven-Rucksack. Ja. Ja, wahrscheinlich. Obwohl eigentlich würde Schweden eher zu dir passen, weil du siehst irgendwie schon so ein bisschen aus wie ein Wikinger. Wikinger sind aber Dänen. Was weiß oder, ich denn? Oder Schlesen, wie man sagt. Schlesen? Ja, ne, ich denke tatsächlich schon länger darüber nach, mal bei so einem Wikinger-Werbespot mitzuspielen für irgendeinen Outdoor, keine Ahnung, North Face oder so. Ja. Wo ich dann quasi auftreten würde an einem Fjord, ja. So ein Werbespot. Ne? Ich bin nur bekleidet mit einem North Face Slip, oh. Den man aber durch eine ausgefeilte Falltechnik in eine Windjacke oder ein 8-Mann-Zelt umfunktionieren kann. Selbstverständlich. Und ich würde dann auf den Fjord gucken, wo meine Flotte abfahrbereit auf mein Zeichen wartet. Ich würde meine Untergebenen zusammenrufen. Auch sie tragen nur Funktionsunterwäsche und Netzhemden. Klar, weil wir fahren nach Süden, Moskitos, da kann man dann auch. Egal, jedenfalls würde ich dann rufen. Bevor du auf den Fjord gehst, damit du uns nicht fortwehst, kleide dich in North Face, weil du auf Komfort stehst. Ja. Fertig ist der Werbespot. Wie viel Geld hast du dafür gekriegt von The North Face? Ach so, ja, keine Werbung, keine Werbung. Nee, keine Werbung. Ist natürlich nicht die Marke North Face gemeint, sondern das Gesicht. Nordgesicht. Ja, das ja. Gesicht, das bekannte Nordgesicht, ja. Ich setze mich schon mal ans Klavier, denn wir kommen zu unserem zweiten Gast heute Abend. Genau. Er ist seit seinem Gewinn der deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, das ist so eine Art Dichterwettstreit für die Jüngeren unter uns. Für die Jüngeren unter uns, weil die Älteren kennen Poetry Slam. Die Älteren kennen alle Poetry Slam, noch von Walter von der Vogelweide. Jedenfalls... seitdem ist er mega steil gegangen. Absolut. Wo er auftritt, da explodiert die Geburtenrate. Ja. Es ist wirklich, der ist fantastisch. Gerade ist er unterwegs mit seinem Programm Bärenkatapult. Ich sage es gerne nochmal. Bärenkatapult. Wie heißt es? Bärenkatapult. Herrlicher Name. Sein aktueller Roman heißt Henry Frotti, sein erster Fall. Es ist super schwierig. Henry Frotti, sein erster Fall, Teil 2, das Ende der Trilogie, ein Roman in Schwarz-Weiß. Und das Ganze gibt es jetzt auch als Hörspiel und es ist wirklich toll geworden. Und ich muss leider total pinkeln, deshalb gehe ich jetzt mal schnell pinkeln. Ich singe ihm dann sein Lied alleine. Ich habe es eh geschrieben. Er sieht so putzig aus, eine kleine süße Maus, gefangen im Körper eines Bären. Ihr rastet total aus mit Schreien und Applaus, denn nun wird uns Jan Philipp Zimny beehren. Jan Philipp Zimny! Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Kapuzineräffchen. Mein Name ist Jan Flipflop Zimny. Ich bin 16 Jahre alt und in meiner Freizeit sammle, dressiere und frisiere ich Hühner. Ich habe für Sie heute Abend eine kleine Rede vorbereitet. Diese Rede hat ein Intro aus dem Off. Das heißt, ich werde mich an diesen magischen Ort begeben und bin gleich sofort wieder für Sie da.
Ich weiß, ich täusche niemanden, aber benutzt eure Fantasie. Meine Damen und Herren, 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 Herren. Frisch zurückgekehrt von seiner Wrestling-Tour. Durch Zentralamerika, Erika, Erika, Erika. Und die Schweiz. Kommt jetzt zu Ihnen auf diese Bühne Ihre Bundeskanzler Angela Jan-Philipp. Antila Merkel, der Hunnenkönig. Ich verlese eine Rede. Liebe Mietbürgerinnen und Mietbürger, ich spreche zu Ihnen im Namen des Institutes Fresenius, um eine Warnung auszustoßen. Achtung, Achtung, dies ist eine Warnung. Machen Sie sich darum jetzt Sorgen. Ich als euer Bundeskanzler frage euch, denken Sie manchmal, und denken Sie dann weiter, Babys sind alle klein, runzlig und kahl. Wie soll ich meines nur jemals von anderen unterscheiden können? Ich muss es wohl tätowieren. Denken Sie manchmal, oh, 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 ich bin ein umgedrehter Weihnachtsmann. Wenn Sie sowas denken, dann besteht eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Sie dumm sind. Akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Achtung, Achtung, wir nähern uns dem Thema. Studien des Fresenius-Institutes haben herauserfunden, dass Eltern immer jünger werden. Teilweise sind Eltern so jung, dass sie noch nicht mal richtig konjugieren können, aber trotzdem bereits Kinder bekommen. Und dann heißt es nicht, ich gebar, sondern ich gebärte. Und zack, 9 Monate später, ein Bär. Das will keiner, denn dann ist das Geschrei groß. Mein eigenes Kind hat mich gegessen. YOLO. Das will keiner, das will keiner, denn Bären sind voll gefährlich. Den meisten Eltern mangelt es einfach an pädagogisch-zoologischen Kernkompetenzen, um Bären fachgerecht aufzuziehen. Denn sie erinnern sich, sie sind zu 75% dumm. Doch wie sollen wir Herr der Bärenplage in unserem Land werden? Nun, ich persönlich biete an, sendet mir eure Bären zu. Ich werde sie katapultieren. Das beendet zwar nicht die Plage, aber dann haben die Holländer das Problem. achten Sie erneut, selbst wenn Ihre Kinder vom Berberismus verschont bleiben, und dafür bete ich zu Allah, sind junge Eltern ein Problem. Die Leute werden zu schnell Uropa, das sieht nicht aus. Sollen etwa die Urenkel zum Uropa kommen und sagen, Uropa, Uropa, erzähl uns vom Krieg. Aber der Uropa ist 20 und war gar nicht im Krieg. Und dann erzählt er halt von Ego-Shootern. Was soll er denn tun? Nein, das will keiner. Ich wiederhole, niemand will keiner das jemals. Und darum verspreche ich Ihnen. Nein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, und darum am versprechendste ich Ihnen. Solange ich eure Bundeskanzler bin, sollen Uropas gefälligst in echten Kriegen gekämpft haben. Deswegen plane ich auch schon jetzt für Sie den nächsten Kriseneinsatz der Bundeswehr. Das Ausflugsziel ist egal, denn der internationale Terrorismus ist zum Glück überall. Danke, Amerika. USA! USA! Naja. Achtung, Achtung! Bitte seien Sie jetzt besorgt, es geht zurück zum Thema. Das Fresenius-Institut warnt weiter. Unter Zuhilfenahme der Stiftung Warentest wurde entdeckt, dass viele Kinder im Feldversuch nur noch mangelhafte Testergebnisse erzielen. Tatsächlich hielt kaum ein Balg Temperaturen von über 200 Grad stand. Jede handelsübliche Bratpfanne schafft da mehr. Und auch beim schiefen Turmtest haben wir eine Runterfallquote von über 50%. Lohnen sich Kinder überhaupt? Sind sie eine kluge Investition in die Zukunft, wenn sie noch nicht mal von der Hausratsversicherung abgedeckt werden? Sollten wir unser Geld nicht lieber in kriegsversehrte Bratpfannen mit besserem Gleichgewichtssinn stecken? Die Antwort auf diese und andere Fragen lautet, nein, nein, ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Die Zukunft mag den Kindern gehören. Doch uns allen, wie wir hier versammelt sind, gehört die Gegenwart. Und wenn wir uns heute zusammenschließen und an einem Strang ziehen, dann können wir es schon jetzt schaffen, diesen kleinen Scheißern die Zukunft so richtig schön kaputt zu machen. Beginnen Sie schon jetzt, schleichend Distanz zu Ihrem Säugling aufzubauen. Ich zum Beispiel sieze mein Baby. Schließlich kennen wir uns auch noch gar nicht so lange. Es mag ein Säugling sein, dennoch ist eine respektvolle Distanz berechtigt. Was, wenn das Kind ein Arschloch wird? Oder ein Terrorist? Oder ein Bär? Seien Sie auf der Hut, denn Sie wurden gewarnt durch das Institut Fresenius. Angela Jan-Philipp hinfort. Jan-Philipp! Jan-Philipp Zindy! Oder wie wir dich heute nennen müssen, José Paolo.
Fimni. Jan Philipp, wir möchten dich gerne, weil das auch in Mexiko so braucht, auf ein Getränk einladen. Wir haben uns inspirieren lassen von den Mexikanern und haben zwei Cocktails entwickelt, die man hier tatsächlich im neuen Schauspiel kaufen kann. Diese Cocktails heißen Fuck und Hornisschen. Also wir haben tatsächlich, also das Rezept ist mexikanisch, also ist der Fuckhaus und der Hornissos, klar. Und das sind Whisky-Cocktails. Whisky ist typisch mexikanische Spirituose. Gibt's da hinten. Follow me. In den mexikanischen Highlands gebraut. In den mexikanischen Highlands, ja. Natürlich. Oh, ja, Philipp, kennst du eigentlich schon unseren Talentman? Natürlich kenne ich den Talentman. Ja, der kommt nämlich jetzt gleich. Ich freu mich schon sehr. Das ist, tatsächlich ist es so, dass die gesamte Comedia con Carlos Umsetzung auf unserer ersten Staffel fußt. Es gibt den Talentman auch in Mexiko. Wie heißt er da? Na, Hombre del Talento natürlich. Das ist der Hombre del Talento. Hast du den auch getroffen? Nee, den habe ich nicht getroffen. Da war mir meine Zeit ein bisschen zu schade. Die haben auch die Witze von uns kopiert. Aber es ist trotzdem, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Der Hammer. Der Hombre del Talento. Wahnsinn. Mats ab. Talentman. Buenos días, hermanos, hermanos, hombre de talento. Este no se me da para hacer. Pero me mezclo como. Pero me tengo como. Pese. Mani, digo, ese. Pero me tengo hombre de talento. Buenos días, soy hombre de talento. A ti, una pica de la. Bueno, tú te quieres como en España. ¿Cómo eres hermano de talento? Sí. Yo soy Ana Flores de la. ¿Vocho? No. Sí. ¿Es verdad? Impotente. Sí. ¿Te quiero mucho? ¿Cómo no te lo he hecho de trucho? No, empezó a romper la sombra de esco. ¿Hemos dejado la cara no la hace buen tono? No. Sí. ¿Empezó a romper la sombra de eso? Florales, son las altas. Imposible, me he hecho un hombre de talento, me hicieron romper. Pero solo sé que me he ido perdiendo más cero. ¿Por qué puedo? Der Talentman. Der Talentman, der Hombre del Talento. Der Hombre del Talento. Er ist auch da der Hammer, das ist ja Wahnsinn. Naja. Was hat er gesagt? Porque was? Er hat gesagt, porque puedo. Und was heißt das? Weil ich es kann. Woher kannst du der Spanisch? Porque puedo. Weil ich es kann. Achso. Si. Das ist ja unglaublich, weil du es kannst. Singen wir jetzt noch ein Lied eigentlich? Si. Ja? Si. Redest du jetzt nur noch Spanisch oder was? Für mehr als ein Wort reicht es aber nicht, oder? No. Das war jetzt Französisch, aber, si. Ne? Oh Mann. Komm, wir gehen wieder rein. Ja. Wir möchten jetzt nämlich ein Lied spielen. Wir sind ja hier in Leipzig, im neuen Schauspiel Leipzig. Und hier ganz in der Nähe, also ungefähr 10 Kilometer weg, ist der Kospudener See. Wir kennen ihn hoffentlich alle hier im Saal auf jeden Fall. Die Costa Cospuda ist dort der Prollo-Strand. Das ist so ein bisschen unangenehm. Aber da sind wir auch manchmal. Wir sind aber meistens eigentlich am Hundestrand. Nackt. Aber wir zusammen haben, mit den anderen Hunden. Richtig, wir haben aber ein Lied geschrieben für die Costa Cospuda, denn früher war die Costa Cospuda mal ein Braunkohleloch und hat Geburtstag gehabt und wir haben ein Geburtstagslied geschrieben für die Costa Cospuda. Ich spiele dafür. Dieses Instrument, was ich dir schon geholt habe, Christian. Vielen Dank. Wir sind eine Band, I care. Das ist wie die Mexikaner sagen würden, Hicoro. Es ist Sommer und die Sonne brennt wie Hulle vom strahlend blauen Himmel. Ich rufe Julius an, ob er mit Baden fahren will. Doch Julius wimmelt mich ab, doch ich bleibe hart und sage: Mensch, du hast doch ein Schweißproblem. Und ich kann den dicken Mann richtig denken hören, bis er schließlich sagt: Okay, da fahr ich mit. Ich schwing mich auf mein Rad, es ist aus Diamant. Ich habe es neulich erst geklaut. Es stand am Bahnhof rum, ganz allein und ungeschützt. Ich habe es Cospuda getauft. Ich mach mich auf durch den Auenwald, vorbei am Wimpack und am Wolfhausstein. Ich hab meine Badehose schon zu Hause angezogen, darum spring ich einfach rein. Hey, die Costa Cospuda ist unsere Costa Brava. Man kann es doch nicht wissen, wenn man noch nie da war. Meine Schwester ist ein Luder, ein Nazi ist mein Bruder. Doch wir baden doch zusammen an der Costa Cospuda, yeah!
Fernseh an und such die Juli-Maus. Doch ich kann sie nicht erspähen. Ich fahr jetzt nicht wieder nach Haus. Das würde ja auch gar nicht gehen. Denn ich wohn ja jetzt in Leusch. Das liegt am Arsch der Welt. Da seh ich die Juli-Maus, wie sie am Hundestrand hinfällt. Genau, denn da liegen die Mädels, so manche Bar mit Busen. Und das beim Cruisen auf die Busen lunzen tut mich gar sehr confusen. Christian interessiert sich ja mehr so für die Geschichte und die Bauweise der Häuser rund um den Baggersee. Denn vorher war hier ein stinkendes Loch, ein Moloch, aus dem es übel nach Schwitzen roch. Da kuppelt sie hier unter Tage, rackert mit der schwarzen Farbe, die Erde uns hier in Form von Kohle geschenkt, sich heute hier der Reihersprotten fängt. Die Costa Cosmudas und die Costa Brava, man kann es doch nicht wissen, wenn man doch wieder war. Meine Schwester ist ein Luder, ein Nazi ist mein Bruder, doch wir baden doch zusammen an der Costa Cosmuda. Oh, Kole, Solo! Can you feel it? Okay, ich steig ein, komm. Uah, Hendrix! Wow. Wenn man dann am Strand liegt, einen Weißwein zwischen den Knien und die Wolken in der Ferne freundlich lächelnd vorüberziehen und die Sonne schließlich untergeht in den Wäldern rund um Großtschocher, da möchte man diesen Moment gerne einwecken mit einem Butangas-Campingkocher. Und Corinne Foy, die Costa Cosmudas, unsere Costa Brava. Man kann es noch nicht wissen, wenn man noch nie da war. Meine Schwester ist ein Luder, ein Nazi ist mein Bruder. Und wir waren noch zusammen an der Costa Cosmuda. Hey, an der Costa Cosmuda. Hey, an der Costa Cosmuda. Hey, an der Costa Cosmuda. Costa Cosmuda. Herzlichen Dank. So, jetzt haben wir die Bühne angeheizt für unseren letzten Gast. Er ist ein wahrer Titan. Er ist ein wahrer Titan in der tatsächlich. Er ist nicht nur in Ostdeutschland, in ganz Deutschland bekannt, in Europa, sondern auch in Mexiko. Ich glaube, Sie haben ihn für Comedia con Carlos für die zweite Staffel auch als alles gebucht, als Moderator, als alles. Ich glaube auch. Soll der da stehen? Ja, für dich. Für mich? Ah, weil ich mache jetzt was ganz Tolles. Carsten, also jetzt, glaube ich, wirst du geknackt. Bin mir ziemlich sicher. Carsten, ja. Carlos? Hallo? Er versteht einfach nichts. Hi, siehst du, ne? Irgendwann kriegen wir dich, mein Freund. Er macht mir Angst. Vielleicht kriegt ihn der folgende, nun hier auftretende Titan-Göttervater, möchte ich sagen. Ich liebe ihn seit immer. Er ist... man braucht eigentlich gar nicht so viel sagen. Also wenn man seine Karten schon weggelegt hat, Christian, ne? Ich schwitze, Julius. Der nächste Gast hatte ungefähr schon 50 Fernsehshows. Momentan läuft seine Show Olaf verbessert die Welt. Deshalb mussten wir ihn auch einladen und wir haben ihn sehr gerne eingeladen. Es ist eine absolute Ehre, dass er heute Abend hier ist. Er ist wirklich momentan, glaube ich, der bekannteste Comedian. Und so sehr wie ich schwitze, so gut ist er. Und das ist maximal, meine Damen und Herren. So. Mach's wieder kaputt, ey. Der Polunder ist gebügelt, die Mähne ist gegelt. Er ist unser letzter Gast, wir haben mitgezählt. Die Worte sind gewürfelt, die Stirne ist gepudert. Die Bühne ist nun angewärmt für... Olaf Schubert! Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank für diese Sitting Ovations. Und ich bin natürlich sehr gerne hier, obwohl Sie mich einladen mussten. Und ich habe mich natürlich auch vorher informiert. Ich habe mir die Sendung meinen eigenen Fernseher zu Hause angeguckt. Und mir hat das gefallen. Das ist so diese bodenständige Atmosphäre hier drin. Und wenn man dann hier ist, dann sieht man, es ist in Wirklichkeit einfach nur abgefuckt. Ja. Aber es ist gut eingefangen. Und Comedy mit Carsten, das ist natürlich wirklich auch, das kommt mir entgegen. Die meisten Veranstaltungen, bei denen ich zu Gast sein durfte, die waren immer ohne. Ne? Ohne Format, ohne Arsch irgendwie. Und heute hier mit Ding, das ist, mit ist gut. Also besser wäre nur Comedy mit Alkohol. Aber vielleicht hat der Carsten ja Zigaretten. So, ich freue mich also, dass sich die jugendlichen Gesichter hier amüsieren. Aber trotz alledessen dürfen wir natürlich eins nicht vergessen. Es gibt viele Probleme, auch draußen auf der Welt. Auch jetzt, während ihr hier sitzt und lacht. Ne? Gibt es schreckliche Geschehnisse, Krankheiten, Unruhen, Aufruhre, Rühre. Ne? Wir brauchen gar nicht weit schauen. Ukraine. Es begann ja jetzt vor einem Jahr dort eigentlich ziemlich hoffnungsvoll. In Kiew hat man demonstriert für Demokratie und dann kam es ja alles ganz anders. Und dann hat sich ja Russland eingemischt, dann wurde abgestimmt auf der Krim. Ne, einige wissen es noch, da haben die Krimmer, also die Krimlinge, die haben halt keinen Namen, was weiß ich, wie die heißen, die Krimesen, ne, die Kriminellen, also die haben ein Referendum abgehalten und das brachte ja Unruhe in die ganze Ukraine. Und jetzt eskaliert der Konflikt in der Ostukraine. Ich persönlich muss zugeben, ich war sehr überrascht, dass es überhaupt eine Ostukraine gibt. Ja, denn ich meine, wir hier sind ja schon Osten. Ja, das ist ja alles Osten. Und Ukraine per se, das ist ja nochmal ostigerer Osten. Ja, und die Ostukraine, das ist der höchste Grad an Verostung. Der überhaupt messbar ist. Ne? Also, mehr Osten geht nicht, sonst bleist der Kompass oder die Nadel wird stumpf. Also, das. Ja. Also, Ostukraine, ich gebe es offen zu, für mich ist das schon Großraum Tokio. Ja. Also, ich glaube, das ist gerade so der kulturelle Trend, Meridian in der Ostukraine. Hm? Die essen schon Reis, aber noch mit Messer und Gabel. Oder vielleicht essen sie auch Kartoffeln mit Stäbchen oder Nudeln ohne Besteck. Oder die nehmen Nudeln, Reis und Kartoffeln und backen sich Knödel draus. Geht aber auch nicht, dann werden sie ja Tschechen. Also, ja, ne, da merkt man, wie wenig man über solch eine Region weiß. Und nun wird dort auf das Schlimmste gehauen und gefochten, gerade in der Region Donetsk. Und das ist natürlich, man muss auch sagen, ich habe diese Region schon mal berissen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt architektonisches Halbgold. Also das ist, naja, Donetsk oder so, das ist so eine Mischung aus, ich sag's lieber nicht, ne? Also aus Bautzen und Ruhrgebiet. Also das ist irgendwie, ja. Ne? Und entscheidend ist natürlich nun dort vor allem die Rolle Russlands. Wie verhält sich Mütterchen Russland und vor allem Väterchen Putin? Und Putin, ein streitbarer Geselle, er hat aber auch hier in unserem Land viele Freunde. Viele sagen, Putin, ja, ein starker Mann, ne, er bietet Stirn. Und der hat ja mehr Stirn als ich. Ne? Also der hat ja einen eigenen Wodka, Stirnow. Und der... Der macht jetzt eben nicht das, was die anderen wollen, sondern er ist wirklich spitz wie Möhre. Ne? Also es gibt da so andere Präsidenten hier, Frankreich, Italien, ne? Solche Sommerfrischlinge. Haha, Urlaub, klar, was machen wir? Afrika, natürlich, Safari, Elefantenschießen. Und da ist Putin aus anderem Holz gelötet. Ne? Also der Putin schießt keine Elefanten. Ne? Der erwürgt die. Ne? Ja. Mit einer Hand, mit der anderen unterschreibt er Todesurteile. Und dann macht er... Ne? Dann macht er noch einen Knoten in den Rüssel und wupp, wupp, Dumbo, fly home. Ne? Also der ist, das ist der Tarzan unter den Präsidenten. Und natürlich, mich hat er auch beeindruckt. Es gibt ja diese eine Sequenz,
wie er auf dem Pferd rittlings daher baldowert, also blanco torso, ne? Oberkörperfrei, so reitet er durch Russland. Und ich glaube, da hat der Deutsche so eine stille Sehnsucht, dass unsere Herrscherin auch mal so kühn auftritt. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank und hoffen wir, dass wir dort jetzt Frieden reingekriegt haben durch meine Ausführung. Dankeschön. Olaf Schubert! Meine Entschuldigung! Olaf Schubert! Olaf Schubert hat er gerade schon gesagt, nicht wahr? Cool. Olaf Schubert! Hey! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in unserer mexikanischen Bühnenwüste. Ja. Wie es sich für eine mexikanische Sendung gehört, haben wir natürlich auch noch ein Geschenk für dich. Und genau. Damit meinen wir nicht nur diesen Sombrero. Diesen wunderschönen Sombrero. Hab ich gedacht, das sieht sehr, sehr schön das aus. Das ist aber Gift für den Scheitel. Ne? Oh ja, also das stimmt. Okay. Schnell wieder ab. Schnell hey. Wieder ab. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Nein, wir haben ein anderes Geschenk. Wir haben ein bisschen recherchiert, was du hoffentlich noch nie geschenkt bekommen hast. Wir sind uns nicht sicher. Es könnte sein, dass du schon mal geschenkt bekommen hast, denn es ist eigentlich offensichtlich. Ja. Meine Mutter. Also meine Mutter bekommt sie nicht geschenkt, aber... Nein, meine Mutter... Die ist Mutter. Wirklich hot. Seine Mutter Monika. Wegen Geschenk? Nein, weil er hat gerade, wir hatten so ein kleines Missverständnis, er hat gesagt, das ist ein Geschenk und da hat... Du dachtest aber nicht, dass ich meine Mutter bekommst du nicht geschenkt, nein, die hab ich doch schon. Meine Mutter hat gestrickt. Oh. Sie hat dir keinen Polunder gestrickt, denn den hast du ja schon. Ja. Was dir aber fehlt, das sieht jeder und es tut jedem weh, vor allem im Winter. Du brauchst Ärmel! Oh! Ja, natürlich! Und jetzt sind die natürlich nicht so ganz passend in der Farbe, das wusste meine Mutter nicht so genau. Aber vielleicht ziehst du die mal an, wenn es Winter wird. Das ist toll. Also wirklich, das ist ganz lieb gemeint von meiner Mutter gewesen. Das sind ja quasi Strümpfe für die Arme. Oberschenkel. Ja, genau, du kannst es auch untenrum anziehen, wenn du möchtest. Ziehst du eine kurze Hose und an im Winter? Ist das jetzt nummeriert? Dann, links, rechts, Mitte oder so? Oder? Ich glaube, das ist. Das ist Unisex. Ich glaube auch. Unisex für beide Arme. Aber eins ist klar, also so rum, ne? Denn mein Bizeps ist ja an der Schulter. Oh. Das spannt ein bisschen. Ah, das ist schön. Das muss man so hochziehen. Nimmst du den vielleicht auf? Wir gehen nämlich gleich natürlich noch raus hier in die Leipziger Nacht. Das sieht sehr, sehr schön aus. Also, ist es das erste Mal? Ja, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ja. Hat meine Mutter wirklich nur für dich gestrickt? Ja. Und das ist das Material, das ist auch Mexiko, das kratzt wie der Bart einer 80-jährigen Mexikanerin. Also das ist so... Also das lenkt mich total ab mit diesen Ärmeln, weil es aussieht wie Strapse für die Arme. Ja. Die erotische Komponente achte nicht gering. Ne? Nein, das ist wirklich extrem sexy. Tatsächlich, dass es da so blitzt, das macht das Ganze... Ich glaube, ansonsten ist es ja oft so vulgär, wenn man den ganzen Arm sieht, aber so, das ist... Ja, das ist aber wirklich auch schon ein bisschen ungewohnt. Ich merke, der Arm, meine Speiche und meine Elle, ich piriere trans hier drunter. Also das ist... Das glaube ich. Aber meine Wunderbar. Mutter, wenn die das sehen wird, ich glaube, die wird dir dann nochmal schreiben. Vielleicht kommt sie auch nach Hause zu dir dann doch. Ja. Vielleicht schenkt sie dir dann doch. Wenn das kaputt ist, ne? Genau, wenn es kaputt geht. Ich freue mich sehr, da sagt deine Mutti vielen Dank. Ja, das mache ich. Vielleicht sieht sie es ja gerade. Mensch, Mutti. Gisela. Monika. Moni. Der Olaf hat sich furchtbar gefreut. Sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, wir holen jetzt zu Olaf noch unsere beiden anderen Gäste des heutigen Abends mit dazu. Dann machen wir einen schönen Abschluss-Dings draus und dann können wir uns alle verabschieden. Einen großen Applaus bitte nochmal für Markus Barth! Außerdem natürlich Jan-Philipp Zimny. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause von etwa 4 Monaten. Danach sehen wir uns wieder. Wir grüßen Cristiano Fabricante della Leche und außerdem Julio Pescadores. Richtig. Und Carsten, schön, dass du auch da warst. Oh ja, gute Laune, Carsten. Ja. Mausi. Vielen, vielen Dank. Macht es gut. Tschüss. Oh. Vielen Dank. Mach mal was. Dankeschön.